die für die Befragung zur Verfügung gestanden haben und komme zu Tagesordnungspunkt 2, nämlich der Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 20-8346 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich beginne mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Zur Beantwortung steht bereit der parlamentarische Staatssekretär Sören Barthol. Und ich rufe auf die Frage Nummer 1 des Abgeordneten Schattner. Hier geht es um die Definition der Bundesregierung von nachhaltigem Bauen. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter Schattner, ich beantworte die Frage wie folgt. Durch nachhaltiges Bauen sollen qualitätsvolle Gebäude entstehen, die gern genutzt und wertgeschätzt werden, lange Bestand haben und auf diese Weise wertstabil und zukunftssicher sind. Kerngedanke des nachhaltigen Bauens ist es, die unterschiedlichen Interessen von Bauherren, Nutzern und Gesellschaft in Einklang zu bringen und die Anforderungen an Gebäude wie Energieeffizienz, Klimaneutralität sowie die Sicherung von Gesundheit und Komfort bestmöglich zu erfüllen. Sie meine Nachfrage? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, gerne. Herr Staatssekretär, das EU-Parlament hatte ja vor der Sommerpause über die Verschärfung der EU-Effizienzrichtlinie abgestimmt. Und auch die EU-Kommission befürwortet strenge Vorgaben. Die Richtlinie sieht hier einen Sanierungszwang nach der Devise Worst First vor. Das heißt, die schlechtesten Gebäude sollen erst als erstes modernisiert werden. Bis 2030 müssen also alle Objekte in Deutschland mindestens Energieeffizienzklasse E und bis 2033 Klasse D erreichen. Auf die Hauseigentümer kommt somit oftmals mehrere 10.000 Euro Dämmkosten zu. Letzten Sonntag waren im Spiegel bzw. im Osnabrücker Zeitung zu lesen, dass Frau Geiwitz zu dem EU-Sanierungszwang sich geäußert hat und auch sie die Verschärfung der Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie, so wie sie derzeit im Raum steht, sehr kritisch sieht. Ich frage jetzt, wie kritisch Sie das sehen, beziehungsweise wie will sie diesen Sanierungszwang umgehen, ohne dass Millionen von Menschen in Deutschland nach dem Heizungsgesetz den zweiten Enteignungsirrsinn hinnehmen müssen, weil wie sollen die Menschen sich diese Zwangssanierung überhaupt noch leisten können? Herr Abgeordneter, das ist keine Enteignung, sondern das, was wir mit dem Heizungsgesetz gemacht haben, ist die Notwendigkeit, die Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten. Wir sind in einer Transformation. Wir brauchen sozusagen auch klare Vorgaben. Und ich finde, wir haben jetzt ein Gebäudeenergiegesetz gemacht, was auf der einen Seite technologieoffen ist, sehr klare Vorgaben hat, sehr klare Fristen hat. Wir sind dabei, eine kommunale Wärmeplanung auf den Weg zu bringen, die auch, wo die Kommunen noch mal schauen, wo sind auch Potenziale der Wärme, wo kommt welche Versorgung hin, damit auch hier mehr Klarheit herrscht. Und am Ende sind wir auch gerade dabei, ein umfangreiches Förderprogramm zu erarbeiten, damit wir natürlich die Menschen eben nicht alleine lassen bei dieser Transformation. Sie haben noch eine zweite Nachfrage, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ja, Sie sprachen ja gerade so schön davon, wie Sie nachhaltiges Bauen definieren. Mittlerweile ist es ja so, dass die Zahl der Genehmigungen für den Bau neuer Wohnungen im Juli um 31,5% oder in Zahlen um 9.600 Wohneinheiten eingebrochen ist im Vergleich zum Vorjahresmonat, wurde vom Statistischen Bundesamt so mitgeteilt. Insgesamt wurde damit lediglich noch für 21.000 neue Wohnungen die Erlaubnis erteilt. Zum Rückgang der Bauvorhaben dürfte weiterhin vor allem steigende Baukosten und die zunehmend schlechten Finanzierungsbedingungen mit extrem stark steigenden Zinsen führen, erklären die Statistiker diesen Negativtrend. Heute kam die Meldung, dass Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia derzeit auf den Bau von über 60.000 Wohnungen verzichtet, wegen zu hoher Zins- und Baukosten. Die Planungen liegen in der Schublade, sagt Vorstandschef Ralf Buch den Zeitungen, die zur Funke Mediengruppe gehören. Wir machen alles fertig bis zum Baurecht und hoffen, dass sich Bauen bald wieder lohnt und rechnet. Aus Sicht von Herrn Buch fehlen in Deutschland derzeit mehr als 1 Million Wohnungen. Seiner Schätzung nach, wir brauchen 700.000 Wohnungen im Jahr, auch wegen der zunehmenden Zuwanderung. Und dann ist hier die Frage, teilen Sie hier die Meinung von Vorstandschef der Vonovia, Herrn Buch, dass hier die Zuwanderung ein großes Problem am Wohnungsmarkt ist und entsprechend auch hier die Zuwanderung daran schuld ist, dass sich diese Wohnungsnot immer weiter in Deutschland verschärft? Herr Abgeordneter, das hat nur 2 Fragen gedauert. Da sind Sie bei Ihrem Lieblingsthema. Das antworte ich auch gerne darauf. Ich glaube, Sie tun
Ich glaube, Sie tun dem Chef von Vonovia Unrecht, wenn Sie ihn darauf verengen, dass die Zuwanderung das alleinige Problem ist an der Wohnungsnot, sondern wir haben ja verschiedenste Faktoren, die dazu beitragen, dass wir jetzt auch als wachsendes Land, aber auch mit den Unterschiedlichkeiten der Region, es gibt ja auch in Deutschland immer noch Leerstand. Sie wissen, dass wir großen Zustrom in die urbanen Zentren haben mit dem entsprechenden Wohnungsbedarf. Und ja, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Deswegen haben wir ein Bündnis gegründet, bezahlbaren Wohnraum. Wir haben dort intensiv jetzt ein Jahr lang gearbeitet, viele Maßnahmen miteinander besprochen, aber nicht nur besprochen, sondern auch umgesetzt. Wir sehen jetzt eine große Krise auch der Bauwirtschaft, selbstverständlich. Das nehmen wir zur Kenntnis. Sie wissen allerdings auch, dass für den Anstieg der Zinsen nicht wir verantwortlich sind, sondern das ist sozusagen die Unabhängigkeit einer Zentralbank, die das dann auch festlegt. Und wir müssen damit jetzt umgehen. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass der Bundeskanzler eingeladen hat, auch zum Bündnistag, wo wir sicherlich auch noch mal diese Themen sehr intensiv miteinander besprechen werden. Und wir sind ja auch dabei, dagegen zu steuern. Sehen Sie, wir haben jetzt die höchste Zahl an Mitteln für den sozialen Wohnungsbau. Wir haben ein Programm KfM, klimafreundlicher Neubau, der noch mal erhöht worden ist. Wir haben ein Wohneigentumsprogramm für Familien und Alter. Das sind die Sachen, die wir machen. Ich habe noch eine Nachfrage von Herrn Rover. Herr Staatssekretär, wir sind ja hier gerade bei der Frage der Definition von nachhaltigem Bauen. Nun ist Nachhaltigkeit ein Prinzip, was in meinem Bundesland in Sachsen in der Forstwirtschaft entwickelt worden ist. Die Bundesregierung hat im Juni eine Holzbauinitiative beschlossen, mit dem Ziel, Holz im Bauwesen zur Verfügung zu stellen. Ich möchte Sie fragen, wie Sie sicherstellen wollen, dass Holz auch der Bauwirtschaft zur Verfügung steht und nicht in anderen Wettbewerbsbranchen verwendet wird. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter Rover. Das ist natürlich ein Thema, wo nicht nur unser Haus alleine gefordert ist, sondern da reden wir über Waldumbau, da reden wir darüber, unsere Wälder erstmal auch zukunftsfest zu gestalten. Auch da laufen viele Programme, die die Bundesregierung auch gemeinsam mit dem Parlament initiiert hat. Am Ende ist es immer ein Konkurrenzkampf. Wir haben gerade ein Gebäudeenergiegesetz beschlossen, wo wir auch die Biomasse natürlich als eine, die Biomasseheizung als eine technologieoffene Funktion sozusagen sein Gebäude zu beheizen auch vorsehen. Und natürlich muss man immer schon gucken, dass man schaut, dass die verfügbare Biomasse auch wirklich da ist, dass sie nachhaltig bewirtschaftet wird. Und dass wir am Ende gucken, dass wir gerade auch im Bau nicht das ein oder andere tun, sondern dass wir gerade auch in der Kombination von Holzbau zum Beispiel mit Beton einfach wahnsinnig viel auch CO2-Einsparungen realisieren können. Frau von Storch. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie haben gerade auf die Frage meines Kollegen Schattner nicht richtig geantwortet oder Sie sind ausgewichen, so möchte ich es sagen. Er hat gesagt, der Sanierungszwang und der kommende Wärmepumpenzwang, das sind Investitionen in Zehntausender, möglicherweise 100.000 Euro. Und Sie sagen, das ist keine Enteignung, das sind die Vorgaben des Klimazieles. Wir versuchen, CO2 zu reduzieren. Es geht darum, dass das die Folge Ihres Handelns ist. Die Folge Ihres Handelns ist, dass die Menschen ihr Eigentum verlieren, die sich ihre Klimarettungsziele nicht leisten können. Und die Frage ist, wie wollen Sie das verhindern? Unser Vorschlag ist, weg mit diesem Ganzen, mit der ganzen Energiewende. Das ist der einzige Weg. Ja, das ist sehr traurig, Frau Abgeordnete von Storch, dass das Ihr einziger Weg ist. Sie haben jetzt sicherlich Ihren Videoschnipsel zusammen. Nochmal, es ist keine Enteignung, es ist kein Wärmepumpenzwang. Das GEG, da müssen Sie es vielleicht mal lesen, ist ein technologieoffenes Gesetz. Und manchmal hilft es ja zu lesen. Ich weiß, das passt nicht in Ihre Shorts rein. Aber am Ende wirklich, Sie müssen das in Ruhe anschauen. Wir sind schon der Meinung, dass wir die Klimaziele Deutschlands erfüllen müssen. Diese Koalition tut viel dafür, diese Klimaziele zu erreichen. Sie wissen auch, wie schwer das ist. Aber ich glaube, Sie sehen auch anhand der Bilder in den Nachrichten, wie dringend notwendig ist es, dass die Welt diese Klimaziele auch erreicht. Das war eine Nachfrage von Herrn Kraft zu. Dann komme ich zur Frage Nummer zwei. Herr Kraft. Dankeschön. Also egal, ob technologieoffen oder nicht, ich glaube, wir sind uns einig, dass mit diesem Gebäudeenergiegesetz sehr große Kosten auf die Immobilieninhaber in Deutschland zukommen, weil die Förderung ja nur bestenfalls 21% ausmacht. Das auch nur für den Heizkörper und die anderen Dinge, wie die ganze Isolierung des Hauses oder andere Kosten, die darauf zukommen, davon nicht erfasst sind. Ich stelle also fest, oder ich frage Sie insofern, wie können Sie dieses Gesetz als nachhaltig bezeichnen, wenn Sie damit natürlich selbstverständlich das Nachhaltigkeitsziel Nummer 1 der Agenda
der Vereinten Nationen, nämlich keine Armut auf der Welt zu haben, das hiermit natürlich mit diesem Gebäudeenergiegesetz hier verletzen, weil sie vielen Leuten dazu bringen, dass sie ihre Altersvorsorge verlieren werden, dass viele Leute das Grundstück, was den Kern ihres Vermögens in Deutschland darstellt, dass damit zum großen Teil entwertet wird mit diesem Gebäudeenergiegesetz, weil jede Immobilie natürlich von einer massiven Kosteninflation bedroht ist. Also wie kommen Sie dazu zu sagen, dieses Gesetz wäre nachhaltig? Dieses Gesetz dient dazu, die Klimaziele von Deutschland zu erreichen. Und am Ende haben wir natürlich auch gesehen, dass viele Menschen große Sorgen haben, wenn sie sich ihr Gebäude anschauen, ihre Heizung anschauen. Deswegen haben wir auf der einen Seite sind wir dabei, eine Förderung zu konzipieren, die hilft, die wirklich auch hilft, die dort ansetzt. Wir haben dann auch ganz klar gesagt, das Ganze ist technologieoffen. Wir haben eine kommunale Wärmeplanung, damit die Leute mehr Sicherheit haben. Was kommt jetzt? Kommt jetzt Fernwärme? Gibt es vielleicht ein Wasserstofferwartungsgebiet? All das hilft ja dabei, sozusagen auch die richtige Investitionsentscheidung zu treffen. Und Sie wissen auch, dass Sie zum Beispiel für eine Wärmepumpe das Gebäude auch nicht zu 100% durchsanieren müssen. Das ist ja auch etwas, das fördern Sie zwar immer und behaupten Sie immer, aber es stimmt einfach nicht. Sie können auch ein Gebäude mit Wärmepumpe und einer alten Heizung betreiben. Am Ende ist es immer so, je effizienter das Gebäude ist, umso effizienter auch die Heizungsanlage und so besser auch für den Geldbeutel, weil auch darüber reden Sie nicht. Es gibt ja auch Kosten, die dadurch verursacht werden, dass am Ende Energie unnötig verschwendet wird. Die Frage Nummer 2 dreht sich um Maßnahmen der Bundesregierung für bezahlbaren Wohnraum des Abgeordneten Schattner. Ja, Herr Abgeordneter Schattner, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Bezahlbares Wohnen hat für die Bundesregierung einen sehr hohen Stellenwert. Daher wurde in dieser Legislaturperiode wieder ein eigenständiges Bauministerium gegründet und im Bündnis bezahlbarer Wohnräume ein umfassendes Maßnahmenpaket für eine Bau-, Investitions- und Innovationsoffensive vorgelegt. Insbesondere die ansteigenden Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau führen in Kombination mit der Kofinanzierung der Länder dazu, dass Fördermittel in historischer Höhe für die Schaffung von sozialem bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung stehen werden. Zudem haben wir verbesserte steuerliche Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau geschaffen. Für zur Einkunftserzielung genutzte Wohngebäude, die nach dem 1. Januar 2023 fertiggestellt werden, wurde der Abschreibungssatz von 2% auf 3% erhöht. Zudem wurde die Möglichkeit der Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau nach § 7b Einkommensteuergesetz mit angepassten Rahmenbedingungen deutlich verlängert. Und das kürzlich vom Bundeskabinett beschlossene Wachstumschancengesetz beinhaltet auf Initiative des Bauministeriums hin die Einführung einer degressiven AFA in Höhe von 6% für den Wohnungsneubau. Damit kann ein wesentlich größerer Anteil der Kosten nun frühzeitig steuerlich geltend gemacht werden. Dies verbessert die Liquidität der Investierenden und setzt so auch einen spürbaren Anreiz für Wohnungsbauinvestitionen. Für meine Nachfrage. Vielen Dank. Ja, Sie hatten ja vorhin selbst gesagt, unser Lieblingsthema, das, was die Bürger draußen am meisten bewegt, die illegale Massenimmigration in Deutschland. Dazu dann noch mal die Nachfrage. Die Sonderregelungen in § 246 Baugesetzbuch, Absätze 8 bis 17 für den erleichterten Bau von Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten und Asylbegehrenden in den Kommunen wurde bis zum 31.12.2027 verlängert. Bis dahin können Flüchtlingsunterkünfte ohne entsprechende Bauleitpläne errichtet werden, auch in Gewerbegebieten. Das gilt auch für Anlagen, die der Versorgung der Geflüchteten dienen, wie Kinderbetreuung, psychosoziale Betreuung oder Gesundheitsberatung. Eigentlich sollten diese Sonderregelungen Ende 2024 auslaufen. Sind solche Sonderregelungen auch für den sozialen Wohnungsbau geplant oder gibt es diese vorteilhafte Lösung nur für Flüchtlingsunterkünfte? Herr Abgeordneter, erstens. Es ist unsere Aufgabe, Menschen, die zu uns kommen, die zu uns flüchten, menschenwürdig unterzubringen. Und ich glaube, das ist nicht nur im Sinne der Menschen, die geflüchtet sind, sondern es ist im Sinne unserer gesamten Gesellschaft wichtig, dass wir keine Massenunterkünfte haben, sondern möglichst die Menschen vernünftig in Wohnungen auch unterbringen. Und deswegen ist es richtig, dass wir an dieser Stelle auch schon seit Längerem, das wissen Sie, ist ja keine neue Regelung, diese Erleichterung auch eingeführt haben. Und viele Kommunen nutzen diese Erleichterung auch so, dass man diese Dinge zum Beispiel hinterher auch umnutzen kann. Das heißt, das ist nicht nur etwas für Flüchtlinge, sondern am Ende steht das wieder der Gesellschaft zur Verfügung. Sie können sich das gerne in meinem Wahlkreis anschauen. Da ist eine ehemalige Modulbau für Flüchtlingsunterkünfte jetzt umgenutzt worden und ist eine Feuerwehrschule geworden. Also insofern, es gibt viele Beispiele, wo man sehr klug und sehr vernünftig damit arbeiten kann. Sie haben keine weitere Nachfrage, aber ich habe eine Nachfrage von Frau Ley. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Sie haben angekündigt, die geplante zusätzliche Sonder-AFA von 6%. Und ich will sagen, dass das, was dort geplant ist, an keine Bauobergrenze gebunden ist, dass es an keine Mietobergrenze gebunden ist. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine soziale und auch keine ökologische Steuerung dieser Investition. Das heißt, wer sich jetzt die 10. Villa baut, kann am Ende das von der Steuer abschreiben. Und das nächste gilt dafür, wenn die letzten verbleibenden Grundstücke jetzt für den Neubau von Lofts aufgewendet werden, dann möchte ich Sie wirklich fragen, auch als Sozialdemokrat, ist es das, was Sie sich unter einer sozialen Wohnungspolitik vorstellen, oder ist es nicht vielmehr ein Steuersparmodell für die Oberschichten und für die Reichen? Frau Abgeordnete Ley, das ist natürlich klar, dass Sie das jetzt so sagen, aber an dieser Stelle ganz deutlich, wir reden auch über Mietwohnungsneubau. Wir reden darüber, dass wir an dieser Stelle einen Impuls setzen wollen. Wir wollen jetzt gerade einen Impuls setzen, um der Bauwirtschaft zu helfen. Es geht jetzt gerade, wir haben vorher eine Sonderabschreibung gemacht mit Konditionen. Das wissen Sie, wir haben auch andere Themen gemacht, die wir klar konditioniert haben. Wir haben ein KfN-Neubauprogramm, wo wir EH40 voraussetzen, wo man noch eine Extrastufe hat mit einem QNG-Siegel. Aber hier haben wir gesagt, es geht um einen Impuls für die Bauwirtschaft, weil wir müssen verhindern, dass wir die Kapazitäten, die wir jetzt aufgebaut haben in der Bauwirtschaft, in dieser schwierigen Situation verlieren. Deswegen brauchen wir Impulse, die dazu beitragen, mehr Wohnungen zu bauen und gleichzeitig aber auch die Bauwirtschaft zu stabilisieren. Herr Kiesling. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe eine Frage zum bezahlbaren Wohnraum. Gehört auch bezahlbares Bauen? Wir haben ja verschiedene Herausforderungen. Die Bauzahlen gehen nach unten. Die Kosten sind hoch fürs Bauen. Das ist einmal der Zinsentwicklung geschuldet, Inflation geschuldet, aber auch der Anforderung geschuldet, die wir an das Bauen stellen. Jetzt ist meine Frage, wie gehen Sie mit den Anforderungen vor? KfW 40 soll ja zum Standard ausgerufen werden, nach Koalition im Jahr 2025. Ist das der Weg, den wir gehen wollen? Weil wir wissen, zwischen KfW 45 und 40 haben wir geringfügige Einsparungen vom CO2. Ist das der Weg, um Kosten zu senken? Oder was sehen Sie vor, entsprechend, sagen wir mal, die Standards, die wir haben, auf ein vernünftiges Maß zu stellen? Ja. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Wir sind ja gerade in sehr intensiven Diskussionen, nicht nur im Bündnis bezahlbaren Wohnraum, sondern auch im Bauausschuss über verschiedenste Möglichkeiten, Baukosten zu begrenzen, zu gucken, kann man auch an einigen Stellen mal anders bauen. Ich nenne hier so ein Beispiel wie der Gebäudetyp E, wo wir uns ja überlegen, dass wir gemeinsam mit den Marktteilnehmern wieder Gebäude bauen, die vielleicht nicht jeder DIN-Norm nach dem Stand der Technik entsprechen, aber trotzdem Verbraucherschutz und rechtssicher gebaut werden können. Da sind wir gerade in intensiven Diskussionen darüber. Und ja, wir sind auch innerhalb der Bundesregierung in Diskussionen darüber, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diesen nächsten Schritt zu gehen. Diese Gespräche finden statt. Sie haben sicherlich auch die ein oder andere Äußerung meiner Ministerin dazu vernommen. Aber wie das in einer guten Bundesregierung so üblich ist, die Diskussion führt man dann hinter verschlossener Tür. Herr Brandner. Dankeschön. Also es geht ja um bezahlbaren Wohnraum, Angebot, Nachfrage. Wir wissen, dass ja alle bestimmt den Preis. Jetzt kann man entweder die Nachfrage senken, Stichwort weniger Einwanderung, oder das Angebot erhöhen, Stichwort günstiger bauen. Und zum günstiger Bauen gehören natürlich auch das steuerliche Umfeld, Grunderwerbsteuer und Grundsteuer beim Wohnungseigentum oder bei Mietwohnungen. Deshalb meine Frage aus Sicht der Bundesregierung, ist es ein gangbarer Weg, um das Bauen billiger zu machen, die Grundsteuer und die Grunderwerbsteuer abzuschaffen oder zu senken? Und wenn Sie sagen, ja, das ist ein guter Weg, wie steht die Bundesregierung zu dem epochalen Beschluss in Thüringen, die Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5% zu senken? Ja, Herr Abgeordneter Brandner, der Beschluss in Thüringen, den werde ich nicht kommentieren. Ich glaube, dass man hier über die Sache reden muss und die Frage. Ja, das mache ich ja. Und die Frage, ob man am Ende sozusagen hier zur Senkung kommt. Sie wissen auch, dass das Bundesfinanzministerium in Gesprächen mit den Ländern auch zu dieser Frage ist. Es gibt dort Vorschläge der Bundesregierung. Sie wissen aber auch, und das ist ja genau das, was Ihnen in Thüringen völlig wurscht war am Ende, dass natürlich das Ganze auch zu Einnahmenausfällen und auch zu anderen Diskussionen führt, die man auch führen muss. Und ich finde, dass die föderalen Ebenen sehr klug handeln, wenn sie solche Dinge gemeinsam vernünftig miteinander besprechen, damit es dann am Ende auch zu einer signifikanten Entlastung der Menschen kommt, die sich zum Beispiel den Traum vom eigenen vier Wänden ermöglichen wollen.
Herr Lutschek. Also, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Staatssekretär, Sie haben ja jetzt gerade richtigerweise ausgeführt, dass die Bezahlbarkeit des Wohnens ganz eminent davon abhängt, wie die Baustandards sind, dass das Bauen eben nicht so teuer wird. Jetzt haben Sie aber auf die Frage meines Kollegen Kiesling, wie denn jetzt eigentlich die Position Ihres Hauses ist zu der Frage, werden die Energieeffizienzstandards erhöht zum Jahre 2025? So ist es ja im Koalitionsvertrag vorgelegt auf EH40. Ihre Ministerin hat in der Tat so ein bisschen gesagt, naja, so ganz dafür ist sie noch nicht. Aber das möchte ich dann schon mal wissen. Und ich glaube, die Leute haben auch ein Interesse daran, das zu wissen. Kommen jetzt diese Verschärfungen? Wird es damit zu weiteren Bausteigerungen kommen? Wird es damit dazu kommen, dass viele Projekte sich dann noch weniger wirtschaftlich nicht tragen und am Ende wir noch stärker in diese Baukrise hineinrutschen? Da möchte ich ganz gerne von Ihnen eine konkrete Antwort haben. Was ist die Position Ihres Hauses, der Ministerin? Kommt der EH40-Standard zum Jahr 2025 oder kommt er nicht? Wir haben sehr deutlich gesagt, dass wir aufgrund der aktuellen Lage im Moment sehr stark dafür werben, dass der Standard nicht kommt, dass wir dort in Diskussion innerhalb der Bundesregierung auch sind. Und ich glaube, die Bundesregierung hat gezeigt, dass sie auf die unterschiedlichen Herausforderungen und Krisen auch angemessen reagieren kann. Es sind ja multiple Dinge, die auf diese Bundesregierung einschießen, wo man auch sehen muss, dass man immer wieder auch neu reagiert. Und das wissen Sie ganz genau. Und wir sehen die Situation der Wirtschaft. Wir sehen die Situation im Segment des bezahlbaren Wohnraums. Wir haben viele Dinge gemacht, die dagegen steuern. Und wir diskutieren innerhalb der Bundesregierung auch genau über dieses Thema. Frau Ley. Vielen, vielen Dank, Herr Barthol. Sie rühmen sich damit, dass die Haushaltsmittel für den sozialen Wohnungsbau auf einem historischen oder also auf einem Höchststand sind, wenn man jetzt mal die letzten Jahre nimmt. Das mag sein. Allerdings hat das ja überhaupt keine Übersetzung in die Realität gefunden. Ihre Regierung hat versprochen, 100.000 Sozialwohnungen im Jahr neu zu schaffen. Und wenn wir uns die Antworten auf meine Anfrage ansehen, dann waren es gerade mal 22.500 neue Sozialwohnungen, die geschaffen wurden. Also das Geld, was Sie einsetzen und das Ergebnis, das steht einfach in keinem Verhältnis zueinander. Und deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie mit mir einer Auffassung sind, dass die Investitionen in den sozialen Wohnungsbau nicht nur deutlich größer sein müssten, sondern auch, dass wir endlich zu einem neuen Prinzip kommen müssen, dass nämlich eine Sozialwohnung, die einmal gefordert ist, auch immer eine Sozialwohnung bleibt und nicht, wie es jetzt unsinnigerweise der Fall ist, eine Sozialwohnung dann nach 15, 20 Jahren wieder frei auf dem Markt vermietet werden kann. Das ist keine nachhaltige Investition. Teilen Sie hier meine Auffassung und wann werden Sie die entsprechenden Gesetze ändern? Frau Ley, das ist an dieser Stelle natürlich ein bisschen unter Ihrem Niveau, weil Sie natürlich wissen, dass das Geld, was wir jetzt zur Verfügung stellen, nicht morgen schon auf dem Markt gebaut ist, ja, sondern dass das Geld, was wir jetzt zur Verfügung stellen, in Rekordhöhe natürlich auch eine gewisse Zeit braucht, bis es dann am Ende über die Bundesländer, die dieses Geld mit ihren Förderprogrammen übrigens ausreichen. Wir geben das Geld ja über Verwaltungsvereinbarungen an die Länder. Und wir erwarten dort schon einen signifikanten Aufwuchs. Und das sieht man ja auch, wenn man sich mal die Zahlen anschaut bei den Ländern, dass das Ganze gut angenommen wird. Wir haben auch das erste Mal studentisches Wohnen adressiert, Azubi-Wohnen interessiert. Und ja, in der Vergangenheit hätte man dort auch schon umsteuern müssen. Das hat man nicht getan. Wir in dieser Ampelregierung, dieses Haus tut das auf einer wirklich noch nie dagewesenen Höhe. Und Sie müssen auch immer sehen, es wird ja auch noch komplementiert durch Landesmittel, sodass wir am Ende über Summen von über 40 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau reden. Und ich glaube schon, dass damit auch am Ende öffentlich geförderte Wohnungen bauen, die dazu führen, dass wir das Ziel auch 100.000 Wohnungen erreichen oder uns dem Ziel nähern. Herr Barthol, ich erlaube mir, auf Ihre erste Bemerkung zu Frau Ley hinzuweisen. Ich nehme an, Sie wollten damit zum Ausdruck bringen, dass Sie Frau Ley und ihre Kompetenz schätzen. Es wäre dennoch gut, nicht die Fragen dazu bewerten in einer solchen Weise, wie Sie es getan haben hier im Parlament. Herr Kiesling, bitte schön. Frau Präsidentin, dass Sie die Frage zulassen. Ich habe noch eine Frage zu den Standards, weil wir waren ja bei KfW 40, da haben wir noch das Thema Europa, Gebäudeenergieeffizienzklassen, EPDD. Wie steht denn Sie dazu zum Thema Sanierungszwang? Wie verhält sich die Bundesregierung in Zukunft? Stimmen Sie dem zu? Lehnen Sie das ab? Weil das hat ja unmittelbar auch wieder Auswirkungen auf das Thema Bauen, Sanieren.
der Gebäude in Deutschland. Wir wissen ja, dass die Energieeffizienzklassen unterschiedlich bewertet sind in den Ländern. Klar geht es von A, B, C, D, aber die Parameter sind durchaus unterschiedlich. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Deutschland nicht überfordert wird, dass die Bevölkerung dafür, dass sie nach wie vor bezahlbar sind und dass man sich das auch leisten kann und nicht dort in eine zusätzliche Kostenfalle tritt? Also wie fällt sich die Bundesregierung, wenn Sie dem zustimmen, oder lehnen Sie das ab? Sehr geehrter Herr Abgeordneter Kiesling, wie wir gerade auch im Bauausschuss miteinander diskutiert haben und meine Ministerin dort ja auch ausgeführt hat, wir befinden uns ja jetzt noch nicht am Ende eines Prozesses in Europa. Und Sie wissen, dass Prozesse in Europa auch oft eine gewisse Zeitdauer haben. Im Moment befinden wir uns im Trilog. Das heißt, alle verhandeln miteinander, die Regierung, die Kommission, das Europäische Parlament. Die Bundesregierung stemmt sich für diese Verhandlungen eng miteinander ab. Am Ende gibt es entweder eine gemeinsame Meinung zu diesen Fragen oder es gibt in den entsprechenden Gremien eine Enthaltung, der berühmte German Vote. Wir sind aber noch nicht in der Phase, weil jetzt diese Verhandlungen gerade mitten drin sind. Sie kennen aber die Position unseres Hauses. Wir sagen, dass ein Sanierungszwang der falsche Weg an dieser Stelle ist. Und deswegen nehmen wir auch inhaltlich darauf Einfluss, dass die Positionierung der Bundesregierung in diese Richtung geht. So, jetzt sind wir nach über der Hälfte der Fragestunde schon bei Frage Nummer 3 angekommen. Und hier geht es um die Kosten infolge der Umsetzung des Gesetzes zur Wärmeplanung und der Dekarbonisierung der Wärmenetze. Es ist die Frage des Kollegen Dr. Kraft. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Kraft, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung enthält detaillierte Ausführungen zum Erfüllungsaufwand. Daraus ergibt sich: Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht durch das Wärmeplanungsgesetz kein Erfüllungsaufwand. Für die Wirtschaft entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand bis 2028 in Höhe von rund 46 Millionen Euro. Zusätzlich entsteht von 2024 bis 2030 ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 415 Millionen Euro und ab 2031 ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 770 Millionen Euro. Für die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand bis 2028 in Höhe von rund 535 Millionen Euro. Ab 2029 entsteht ein jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von rund 38 Millionen Euro. Und die Details dazu können Sie natürlich auch dem Gesetzentwurf entnehmen, der mittlerweile ja auch als Bundestagsdrucksache vorliegt. Sie haben eine Nachfrage, bitte sehr. Ja, ich habe natürlich schon eine Nachfrage. Ich finde es bemerkenswert, dass Sie sagen, dass auf die Verbraucher natürlich keine Mehrkosten zukommen. Ich möchte aber auch ganz explizit nach dem volkswirtschaftlichen Schaden natürlich hier fragen. Ja? Wenn Sie natürlich hier im Rahmen dieser Wärmeplanung die Bürger zwingen, auf Strom umzustellen, wir aber seit April diesen Jahres eigentlich von einem Stromexportland zu einem Stromimportland gekommen sind, das ein monatliches Delta von ca. 800 Millionen Euro in seinen Strom Einnahmen gegenüber den neuen Stromausnahmekosten aufweist, dann würde ich Sie fragen, warum dieses volkswirtschaftliche Delta eigentlich nicht in diesem Gesetzentwurf auftaucht. Denn der wird natürlich selbstverständlich dafür sorgen, dass ca. 10 Milliarden Euro im Jahr das Land verlassen werden. Herr Abgeordneter, dieses Gesetz adressiert die Länder und die Länder regeln dann für ihre Kommunen, wie die kommunale Wärmeplanung aussehen soll. Es handelt sich hierbei um ein Planungsinstrument. Das heißt, am Ende schaut sich die Kommune an, welche Wärmequellen habe ich zum Beispiel, welche Möglichkeiten, welche Potenziale habe ich, wo, denke ich, kommt am besten welche Wärmeversorgung für welches Gebiet in Frage. Das ist das, was am Ende dieses Gesetz auch regeln soll. Es soll sozusagen die Kommunen ermuntern und verpflichten, diese Planung zu machen. Nichts anderes. Die Rechtsfolgen, von denen Sie jetzt gerade geredet haben, alles andere haben wir jetzt auch schon oft diskutiert, das findet sich dann im Gebäudeenergiegesetz, was dann ja sozusagen auch die Verschränkung hat mit der Wärmeplanung und dann in Kraft tritt, auch die Rechtsfolgen und auch das, was es bedeutet, wenn die Kommune eine Wärmeplanung dann auch vorgelegt hat. Haben Sie eine weitere Nachfrage, bitte sehr? Ja, eine natürlich noch, die ganz offensichtliche. Also Sie sagen, dass dieses Gesetz zur Wärmeplanung und seine oder dass die daraus hervorgehenden Folgekosten, die es nach sich ziehen wird, dass sie einfach in diesem Gesetzesentwurf im entsprechenden Kapitel einfach nicht erfasst worden sind. Herr Abgeordneter, diese Kosten, von denen Sie jetzt reden, die gehören gar nicht in dieses Gesetz rein, weil dieses Gesetz adressiert die Länder und gibt Vorgaben, wie eine kommunale Wärmeplanung auszusehen hat, mehr nicht. Und deswegen stehen die Kosten genauso im Gesetz drin, wie sie auch auflaufen.
Damit sind wir bei Frage Nummer 4. Hier geht es um die Rechtsgrundlage zur Datenerhebung für die Bestands- und Potenzialanalysen des Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze, ebenfalls des Kollegen Dr. Kraft. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Kraft, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Paragraphen 10 bis 12 des Gesetzentwurfs für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze schaffen die notwendige Rechtsgrundlage zur Datenerhebung. Paragraph 10 Absatz 3 des Gesetzentwurfs verweist beispielhaft auf das Gebäuderegister, Grundbuch oder Liegenschaftskataster. Auch im Internet zugängliche Seiten und Datenbanken werden erfasst. Eine Nachfrage? Ja, ich habe eine Nachfrage. Inwiefern können Sie denn im Rahmen dieses Gesetzes oder wie können denn die Kommunen, die die Wärmeplanung durchführen, wie können die den Zugriff bekommen auf die Daten, die sie brauchen von den Besitzern der Immobilien? Es ist ja sehr klar geregelt, dass die Auskunftspflichtigen nur Daten liefern müssen, die schon bekannt sind. Also es werden jetzt nicht irgendwelche neuen Daten erhoben. Diese Daten sind verfügbar. Diese Daten liegen vor. Es gibt auch übrigens für eine Reihe von Auskunftspflichtigen, zum Beispiel den Schornsteinfeger, da werden auch die Kosten für die Auskunftserteilung zum Beispiel erstattet. Das ist in Paragraph 11. Und natürlich sehen wir auch, dass gerade bei den großen Energie- und Wärmeversorgungsunternehmen ja ein eigenes Interesse auch vorherrscht, diese Daten auch zur Verfügung zu stellen bzw. zu kombinieren, dann auch mit anderen Daten, um eben eine vernünftige Planung zum Beispiel auch eines Fernwärmenetzes oder anderes zu betreiben. Also das regelt alles dieses Gesetz. Meine zweite Nachfrage. Ja, weil Sie es gerade gesagt haben. Sie sagen also, dass die Betreiber der Energienetze die privaten Daten des Verbrauchers, der Benutzer, der Immobilienbesitzer weitergeben an die Kommunen zur Wärmeplanung. Nein, niemand gibt private Daten weiter. Es geht hier um anonymisierte Daten von Verbräuchen. Sie müssen doch wissen, wie viel Verbräuche hat zum Beispiel ein Viertel A, ein Viertel B in einer Stadt. Und genau diese Daten sind natürlich verfügbar. Ein Wärmebetreiber weiß ja, wie viel Energie er in einer Fernwärmeleitung zur Verfügung stellt. Und am Ende müssen Sie diese Daten sich genau anschauen und dann auch gucken, was bedeutet das für meine zukünftige Planung. Nochmal, es gibt keine Heizungsstasi, wie von vielen ja mal auch wieder am Anfang sofort rausposaunt. Nein, das ist ein Gesetz, was Daten, die vorhanden sind, auch natürlich unter Wahrung des Datenschutzes dazu nutzt, um bessere Planung zu betreiben. In der Frage Nummer 5 fragt der Kollege Lukczak nach der Anpassung der Förderrichtlinien der KfW-Wohnungseigentumsförderung für Familien. Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, Kollege Lukczak, ich beantworte wie folgt. Zum Stichtag 31. August 2023 wurden 212 Anträge gestellt. Das Bundesministerium für Wohnen und Stadtentwicklung und Bauwesen hat sehr ausführlich das Nachfrageverhalten analysiert und prüft derzeit verschiedenste Änderungsoptionen, die der Änderung der Richtlinie bedürfen. Die Ressortabstimmung dazu ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Sie haben eine Nachfrage, bitte. Vielen Dank, Herr Staatssekretär, dass Sie die Fragen, die auf meine parlamentarische Anfrage öffentlich geworden sind, jetzt auch noch mal referieren. In der Tat, 212 Anträge, die bewilligt worden sind in den ersten drei Monaten bundesweit. Das ist ein ziemliches Armutszeugnis, muss ich wirklich sagen. Und wir hatten als CDU-CSU von Anfang an davor gewarnt, dass dieses Programm strukturell falsch konzipiert sind, weil es eben allerhöchste energetische Standards verlangt, um überhaupt in den Genuss der Förderung zu kommen. Das ist sehr, sehr teuer. Und gleichzeitig ist das verfügbare Haushaltseinkommen, das man haben darf, relativ gering mit 60.000 Euro. Und das passt einfach nicht zusammen. So, und jetzt ist schon die Frage, und da lasse ich Sie jetzt auch nicht daraus, dass wir jetzt irgendwie mal prüfen. Wir sind im September diesen Jahres. Die Familien warten auf diese Förderung. 4 von 5 Menschen in Deutschland träumen von den eigenen 4 Wänden. Das ist das soziale Aufstiegsversprechen der Marktwirtschaft. Und wenn das nicht mehr gelingt, dann entstehen daraus gesellschaftliche Spannungen. Und deswegen reicht mir das überhaupt nicht aus, dass Sie sagen, jetzt prüfen wir mal so ein bisschen, sondern wir wollen jetzt auch ganz konkret wissen, wie verändern Sie jetzt die Förderbedingungen, dass wir mehr Familien in die eigenen 4 Wände bekommen? Ich kann den Wunsch verstehen, Herr Abgeordneter Lukczak, aber wir sind gerade dabei, zu überlegen, an welchen Stellen wir welche Grenzen wir erhöhen können, um sozusagen das, was Sie zu Recht gesagt haben, nämlich einen höheren Mittelabfluss zu erreichen, damit auch mehr Menschen den Traum von den eigenen 4 Wänden zu ermöglichen. Und da wir das tun, sehen Sie ja auch, dass wir reagieren, dass wir natürlich nicht zufrieden sind mit den 200 oder ich glaube jetzt 300 Anträgen, die dort reingegangen sind. Und genau das tut diese Bundesregierung. Und Sie werden das Ergebnis dann, wenn es fertig ist, auch natürlich zur Kenntnis bekommen. Sie haben noch eine zweite Nachfrage, bitte.
Das befriedigt mich natürlich nicht. Dennoch, weil Sie nicht, offensichtlich nicht antworten wollen, möchte ich meine Frage noch etwas akzentuieren in eine andere Richtung. Dieses Programm WEF, also Wohnungseigentumsförderung für Familien, ist ja das eine Programm. Im Koalitionsvertrag der Ampel sind ja auch noch andere Maßnahmen angekündigt worden, um mehr Familien den Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Das liest sich auch alles gut. Nur leider ist davon noch überhaupt gar nichts umgesetzt worden. Also zum Beispiel das Stichwort Eigenkapital ersetzende Darlehen. Zum Beispiel die Frage, wie gehen wir mit der Grunderwerbsteuer um, und zwar ganz jenseits von Thüringen. Da gibt es bislang lediglich einen Diskussionsentwurf von Seiten des Finanzministeriums. Also das sind ganz entscheidende Punkte und Hebel, wo man mehr Menschen Eigentumsbildung ermöglichen kann. Und Ihre Ministerin, Ihr Haus, ist eigentlich in der zentralen Verantwortung, in der Zuständigkeit, das zu ermöglichen. Und deswegen frage ich mich schon, wo sind denn jetzt die Vorschläge, die jetzt mal kommen. Die Halbzeit der Ampel ist vorbei. Und deswegen warten wir auf ganz konkrete Vorschläge und können das ehrlich gesagt nicht mehr hören, dass immer nur geprüft werden soll. Ja, aber Herr Abgeordneter Lukaschak, wenn Sie sich den Regierungsmonitor angucken oder die Bertelsmann-Studie, dann sehen Sie, dass diese Koalition vielleicht nicht immer Kommunikationsdisziplin hat, aber am Ende inhaltlich doch geliefert hat. Und dass wir viele... Und dass wir viele unserer Vorhaben auch umgesetzt haben. Da müssen ja die Kollegen schon schmunzeln. Ja, kann man ja auch. Man darf ja auch noch ein bisschen Humor dabei behalten. Also am Ende haben wir schon viele Dinge auch gemeinsam umgesetzt. Und wir sind ja da. Und Sie wissen doch ganz genau, das können wir nicht alleine. Wir sind dort mit dem BMF in intensiven Gesprächen, wie man die eigenkapitalersetzenden Darlehen zum Beispiel auf den Weg bringen kann. Aber Sie kennen auch die vielen Gründe, wo man auch vorsichtig sein muss, ob der ein oder andere Weg der richtige ist. Wir können und können nicht alles auf einmal machen, aber wir sind da dran, es zu tun. Wir haben aber auch zum Beispiel die Genossenschaftsförderung, wenn Sie in den aktuellen Haushaltsentwurf reinschauen, deutlich angehoben. Wir haben das altersgerechte Umbauen deutlich angehoben, auch ein ganz wichtiger Punkt, damit man länger in den eigenen vier Wänden bleiben kann. Also ich glaube schon, dass wir liefern, aber natürlich ist noch nicht 100% fertig. Herr Huber. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, wir waren ja jetzt gerade bei der Frage, dass es eben nicht so ist, dass ausreichend Förderung in Anspruch genommen wird. Familien können aufgrund der hohen Standards, der Energiestandards, die sie setzen, die Förderung nicht abrufen. Dann habe ich aber auch den Medien entnommen, dass es Überlegungen in Ihrem Haus gibt, wie man es schaffen kann, dass im Bestand bestehende Gebäude von Familien gekauft werden können, um sie eben dann für die eigenen vier Wände zu nutzen. Mich würde interessieren, wie ist der Stand? Wann kommen da Pläne konkret? Die Menschen warten draußen auf diese Umsetzung. Und ich glaube, die Ampel muss wirklich aus dieser Situation herauskommen, immer anzukündigen, auch in den Medien, sondern es muss auch geliefert werden. Ich habe bisher dazu zu dieser Debatte noch nichts gefunden. Ja, Herr Rober, aber natürlich, Herr Abgeordneter, eine Regierung muss auch Dinge miteinander diskutieren, vor allen Dingen, wenn sie auf Situationen neu und anders reagiert. Das, was Sie ansprechen, ist zum Beispiel unter dem Arbeitstitel Jung kauft alt. Also eigentlich die Idee, dass man auch Menschen ermöglicht, zum Beispiel bestehende Einfamilienhäuser zu kaufen und ihnen dabei hilft, dann die eventuell notwendigen zusätzliche Maßnahmen, die das bedeutet, was sanieren oder was modernisieren oder erneuern, dass man ihnen dann dabei hilft. Ich finde, das ist eine gute Sache, wenn wir über Lebenszyklus reden, wenn wir über das Thema graue Energie, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit miteinander diskutieren. Und so sind wir da in sehr intensiven Gesprächen mit dem, Sie wissen, die Sanierungsförderung liegt beim BMWK. Wir sind da in sehr guten Gesprächen, dass wir sagen, dieses Element, das fehlt noch, weil wir haben im Moment eine reine Neubauförderung, sowohl mit der KfN als auch mit diesem Wohneigentumsprogramm für Familien. Und es fehlt noch das Element, dass man auch sozusagen bestehende Immobilien kaufen kann und nicht sozusagen ein neues Haus auf die grüne Wiese setzen muss. Aber vielleicht noch ein Punkt, dass im Moment sehr wenig gebaut wird, hat auch was mit der Zinssituation zu tun, nicht mit Standards. Sie wissen, wie das Marktumfeld ist. Und viele Familien haben im Moment einfach das Problem, diese sozusagen notwendiges Eigenkapital und diese Zinslasten auch zu schultern. Liebe Frau Künast, da Frau Schröder die nächste Fragende ist, braucht sie freie Bahn. Bitte schön. Danke.
Mich interessiert, da Herr Kollege Lutschak so darauf eingegangen ist, dass angeblich der Traum der eigenen vier Wände früher viel stärker erfüllbar gewesen sein sollte, was ja ein Märchen ist, denn diese hohe Mieterquote kommt ja aus Deutschland irgendwo her. Welchen Einfluss die historisch gestiegenen Zinsen auf den Einbruch in der Bau- und Wohnungsbranche haben? Ja, Frau Abgeordnete, vielen Dank für die Frage. Wenn wir mit älteren Menschen reden, dann gucken die einen an und sagen, aber die Zinsen waren ja schon mal viel, viel höher. Ja, das stimmt. Sie waren auch historisch schon mal viel höher. Es gibt Generationen von Menschen in diesem Lande, die haben noch zu ganz anderen Zeiten ganz andere Zinsniveaus abgerufen. Aber einen solchen sprunghaften Anstieg der Zinsen, gepaart mit Unsicherheit, mit einem Krieg nicht weit weg von uns, wo Russland die Ukraine überfallen hat, was Auswirkungen hat, wirtschaftliche Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen, natürlich auch die vielen Menschen aus der Ukraine, die zu uns gekommen sind. Das alles erzeugt Marktunsicherheit. Und wenn man da noch dazu kommt, dass auch zum Beispiel die Entwicklung von Baulandpreisen sich natürlich in den letzten Jahren dramatisch nach oben entwickelt hat, so ist diese Kombination eine Sache, die dazu beiträgt, leider, dass viele Menschen sich das Eigenheim nicht leisten können. Deswegen arbeiten wir auch in unserem Förderprogramm zum Beispiel mit der Zinsverbilligung als, finde ich, ein sehr wirksames Instrument. Herzlichen Dank, Herr Kiesling. Frau Präsidentin, meine Frage ist relativ kurz. Welchen Zeitrahmen haben Sie sich gegeben zur Durchbringung der Eigentumsförderung? Sind es in der Hälfte der Zeit? 2 Jahre haben wir hinter uns, jetzt haben wir vielleicht noch ein Jahr vor uns, bevor Sie wieder in den Wahlkampf einsteigen. Wann geben Sie sich den Zeitpunkt oder wann wollen Sie sagen, wie schaut die Eigentumsförderung auf? Im Bestand, im Neubau, wir haben gehört, es wird viel diskutiert. Aber wann kommt es konkret? Kommt es am Montag beim großen Kanzlergipfel, wo wir jetzt leider doch nicht mehr eingeladen wurden? Ganz zu Bedauern von Herrn Daltrup. Aber meine Frage ist, wie sieht es denn dort aus? Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Der Kollege Lutschak hatte mich ja auch angeschrieben. Ich musste ihm auch leider absagen an der Stelle. Aber jetzt zum Ernst zurück. Sie wissen doch, dass Abstimmungsprozesse in einer Regierung auch immer eine gewisse Zeit dauern. Und ja, wir haben am Montag einen Tag, wo das Bündnis bezahlbarer Wohnraum auf Einladung des Bundeskanzlers im Bundeskanzleramt ist, wo wir zusammenkommen, wo wir über die Situation reden miteinander, wo wir auch zeigen, was schon passiert ist, was getan wurde und wo natürlich die dort sozusagen auch die daran teilnehmen, uns auch noch mal deutlich machen, was noch notwendig wäre. Das ist auch völlig legitim, das ist auch richtig. Und wir werden natürlich auch Dinge sozusagen gerade diskutieren, die wir präsentieren wollen, die wir umsetzen wollen. Nur jetzt ein konkretes Datum zu nennen, das ist dann fertig, das ist das fertig. Ich habe Ihnen ja gesagt, wir sind dabei zu schauen, wie wir zum Beispiel das Wohneigentumsprogramm für Familien attraktiver gestalten. Das liegt ja auf der Hand. Das müssen wir tun, damit wir am Ende mehr Mittelabflüsse generieren. Herr Lutschak, Sie haben dazu eine Nachfrage oder wollen Sie gewährleisten, dass Ihre nächste Frage noch drankommt? Nein, Nachfrage, bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. In der Tat eine Nachfrage noch einmal zur Eigentumsförderung. Der Herr Staatssekretär ist ja nicht willens oder nicht in der Lage, Dinge zu beantworten, die die Zukunft betreffen, also wann die Förderbedingungen angepasst werden, wie sie angepasst werden, wann der Bestandskauf kommt. Okay, das muss man akzeptieren, wenn es in der Ampel so viel Streit gibt, dass man sich da noch nicht einig ist. Dann möchte ich meine Frage etwas anders wenden. Sie können ja mal einen Blick zurückwenden bei der Eigentumsförderung. Ich hatte das vorhin schon erwähnt, haben wir als Union immer schon gesagt, dieses Zusammenspiel, höchste energetische Standards auf der einen Seite, ein Haushaltseinkommen, was am Ende dazu nicht passt, weil am Ende die Familien das nicht leisten können, das geht nicht zusammen. Und das Gleiche gilt im Übrigen für den Bestandskauf, wo wir auch von Anfang an kritisiert haben, dass 80% der Eigentumsbildung im Bestand vollzogen wird und wenn das nicht gefördert wird, dass man dann eben ganz, ganz viele Menschen und Familien davon ausschließt. Würden Sie insofern, wenn Sie Fragen, was die Zukunft anbelangt, nicht beantworten können oder wollen, rückblickend sagen, dass das ein Fehler war, wie Sie das Programm strukturiert haben? Herr Abgeordneter, natürlich, jede Regierung wünscht sich so eine hervorragende Opposition, die immer auf jeden Fall genau weiß, was zu welchem Zeitpunkt am besten gewesen wäre. Das ist dann auch relativ einfach. Ich sage Ihnen sehr deutlich, ich persönlich bin sehr froh, dass wir überhaupt nach dem, was auch sozusagen noch unter Ihrer Regierungszeit, unter unserer gemeinsamen Regierungszeit passiert ist, mit sozusagen auch wirklich ausufernden Töpfen,
die durch keinen Haushalt dieser Welt mehr gedeckt worden sind, dass wir dann sozusagen jetzt einen neuen, vernünftigen, auch klaren Weg eingeschlagen haben mit einem KfN-Programm und einem Wohneigentumsprogramm für Familien, was ja auch noch nicht so lange überhaupt auf dem Markt ist. Sie haben selber davon gesprochen, die drei Monate. Das ist ein Erfolg. Und jetzt geht es darum, dieses Programm auch zum Abschluss zu bringen und damit Menschen Eigentum zu ermöglichen. Und genau das tun wir. Da brauche ich keinen Rückblick. Es war richtig, dass wir dieses Programm eingeführt haben. Nur wie war halt falsch. Naja. Damit, das ist ja so, dass man das nicht kommentieren kann. Aber Sie haben die Chance, über die Ausgestaltung der Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten jetzt hier zu fragen und zu antworten. Denn das ist Ihre Frage, Herr Luczak, und die Frage Nummer 6. Bitte schön, Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter Luczak, ich beantworte die Frage wie folgt. Wie sollen konkret die durch Bundesminister, nee, das ist ja die Frage, Entschuldigung, ich beantworte sie hier auf der Seite. Die neue degressive AFA ist Teil des am 30. August 2023 von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwurfs für das Wachstumschancengesetz, der im Herbst im Bundestag beraten werden soll. Vorgesehen ist ein konstanter Abschreibungssatz von 6% des Buchwerts, der für Wohngebäude mit einem Baubeginn zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2029 gilt. Damit kann ein wesentlich größerer Anteil der Bauinvestitionen nun frühzeitig steuerlich geltend gemacht werden. Dies verbessert die Liquidität der Investierenden und setzt so einen spürbaren Anreiz für Wohnungsbauinvestitionen. Ein wichtiges Detail bei der degressiven AFA ist, dass die Antragsberechtigung auf das Datum des Baubeginns und nicht auf das Datum des Bauantrages abstellt. Somit werden auch Bauprojekte gefördert, in denen bereits eine Baugenehmigung vorliegt, aber noch nicht mit dem Bau begonnen wurde. Dies begünstigt auch die Reduzierung des Bauüberhangs. Haben Sie eine Nachfrage dazu? Bitte. Die Frage ist insoweit ein Stück weit veraltet, weil sie noch aus dem August stammte und danach sozusagen das ins Wachstumschancengesetz eingefügt worden ist. Ich will aber dann schon noch mal fragen, weil natürlich es erstmal als ein Signal ist, was wir auch durchaus auch begrüßen. Sie wissen aber auch, dass es natürlich von Seiten der Bauwirtschaft auch viele kritische Punkte gibt zu dieser Abschreibungsmöglichkeit, weil man eben sagt, naja, wenn ich gar nicht investieren kann, weil sich das ganze Projekt nicht mehr wirtschaftlich rechnet, dann komme ich ja überhaupt gar nicht mehr dazu, dass ich irgendwas abschreiben kann, weil das Projekt gar nicht gebaut wird. Das heißt, das ist doch eigentlich der entscheidende Punkt. Wie schaffen wir es, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass am Ende die Projekte nicht so wie heute storniert werden, sondern dass sie verwirklicht werden, dass wir Anreize geben für Neubau. Und deswegen kann es ja bei dieser AFA 6x6 nicht bleiben, sondern es muss mehr geben. Und deswegen würde mich interessieren, was denn für konkrete Maßnahmen auf dem Baugipfel möglicherweise jetzt noch kommen und ob Sie uns da schon einen kleinen Schleier lüften können. Herr Luczak, das kann und werde ich nicht hier tun an dieser Stelle. Aber selbstverständlich, wir haben gerade davor sehr lange über Themen diskutiert, die alle dazu beitragen, dass am Ende mehr Wohnungen in Deutschland gebaut werden können, von dem sozialen Wohnungsbau angefangen bis hin zu einem besseren Abschluss bei dem Wohneigentumsprogramm für Familien, bis hin zur Ausweitung der Genossenschaftsförderung, zur Ausweitung des altersgerechten Umbaus. Das sind alles Themen, die wir adressieren. Auch ein Gebäudetyp E, wenn wir ihn sozusagen gängig machen, kann dazu beitragen. Die 187 Maßnahmen des Bündnisses können dazu beitragen, wovon wir viele miteinander diskutiert und auch abgearbeitet haben. Das sind alles Themen, die wir machen. Und ich freue mich, wenn Sie sich weiter so rege daran beteiligen. So, die letzte Nachfrage und damit auch überhaupt die letzte Wortmeldung in der Fragestunde kommt jetzt. Herr Luthe. Wir würden uns, Herr Staatssekretär, noch viel intensiver und konstruktiver daran beteiligen, wenn wir denn eingeladen worden wären zum Baugipfel am kommenden Montag. Sie haben es zu Recht gesagt, die Einladung, die vom Kollegen Daldrup von der SPD ausgesprochen worden ist, hat die Ministerin ja leider ausgeschlagen. Inwieweit das zusammengeht mit dem Deutschlandpakt, also dem Angebot des Bundeskanzlers, an die Opposition zusammenarbeiten, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Es wäre schon gut, wenn wir an der Stelle eine gemeinsame Kraftanstrengung unternehmen können. Ich will wegkommen vielleicht von dem Geld. Sie haben zu Recht gesagt, staatliche Mittel sind knapp. Das ist richtig. Deswegen noch mal ein anderer Ansatzpunkt. Vir haben heute ja gehört, dass die Vonovia, größter Wohnungskonzern, den wir in Deutschland haben, 60.000 Wohnungen jetzt erst einmal zurückstellt. Das gibt eine riesige Lücke bei den Wohnungsbauzielen, die wir alle gemeinsam haben und auch teilen. Er sagt, das Bauen muss günstiger werden. Das Bauen muss günstiger werden, damit Wohnen am Ende auch bezahlbar bleiben kann. Was antworten Sie ihm darauf? Wo setzen Sie an, damit das Bauen günstiger wird, also jenseits von staatlicher Förderung? Was machen Sie ganz konkret, damit die Kosten des Bauens so reduziert werden, dass Projekte wirtschaftlich sich noch rechnen?
Ich glaube, dass wir einige dieser Maßnahmen jetzt schon wieder miteinander besprochen haben, Herr Abgeordneter. Aber natürlich gibt es solche Themen wie die, zum Beispiel die Fachkräftezuwanderung. Natürlich brauchen wir Fachkräfte, die diese Wohnung überhaupt bauen können. Wir reden darüber, dass wir zum Beispiel serielles, modulares, systemisches Bauen besser machen. Es gibt gerade den neuen Rahmenvertrag, maßgeblich auch vom GdW mit erarbeitet. Wir haben gerade in der Bundesstiftung Bauakademie eine Geschäftsstelle für das serielle und modulare Bauen eingerichtet. Wir sind dabei, uns die Normungsprozesse anzuschauen, uns mal anzuschauen, wie ist das eigentlich zum Beispiel mit der Frage, was kostet das, wenn man gewisse Dinge so vorantreibt? Alles Elemente, die wir im Bündnis auch diskutieren mit allen Beteiligten, die dabei sind, und am Ende dazu auch Stück für Stück zu Beschlüssen und auch zu Maßnahmen kommen. Und natürlich haben Sie sicherlich Verständnis dafür. Der Bundeskanzler hat eingeladen, und übrigens ist natürlich auch die CDU-CSU-Fraktion über die Länder bei beiden Terminen auch vertreten. Es sind sowohl Bauministerin ihrer Partei dabei, vielleicht auch Ministerpräsidenten. Also es sind alle eingeladen und alle Ebenen sind auch dabei. So, herzlichen Dank. Damit ist die Fragestunde beendet.